Weiter geht's mit Fallout New Vegas. Theoretisch könnten wir uns jetzt hier auf den Weg machen. Helios One hätten wir auch noch. Machen wir uns erstmal da auf den Weg. Nee, ich will nicht springen. Was ist das? Gibt's eine Hütte? Gibson, der Name sagt mir irgendwas. Erfordert Schlüssel. Ohne Veronica? Ist das Gibson? Jo. Zigaretten und Alkohol hatte er zumindest. Nun gut. Tolle Hütte. Sind das mal Solarmodule? Sieht fast so aus. Das ist ein Sicherheitsbereich. Was wollen Sie hier? Ich sah das Gebäude aus der Entfernung und wollte es mir näher ansehen. Oder Sie sind ein Spion der Legion, der hier eindringen will. Geben Sie mir einen guten Grund, warum ich Sie durchlassen sollte. Sie haben recht, ich bin ohne Grund hier. Schön, dass wir das geklärt haben. Warum sind Sie hier und nicht an der Front? Wäre das nicht wichtiger? Das frage ich mich ständig. Aber Strom ist hier sehr wertvoll. Damit hat man die Gegend besser unter Kontrolle als mit Soldaten. Verdammt, wenn wir den Damm an die Legion verlieren, könnte dieses kleine Kraftwerk unsere letzte Bastion sein. Sollte das Kraftwerk nicht von mehr Leuten bewacht werden? Sie haben recht. Aber da es nicht viel Strom erzeugt, haben unsere Gegner kein großes Interesse daran. Nicht so viel wie am Hoover-Staudamm. Wir hatten hier eine Streitmacht, bis die Stählerne Bruderschaft vertrieben war. Dann wurden die Truppen wie alle anderen auch zum Damm geschickt. Caesar schickt immer mal wieder kleine Einheiten vorbei, um Schwächen zu suchen. Wenn er das Kraftwerk wirklich wollte, wären wir längst tot. Warum war die Stählerne Bruderschaft hier? Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen. Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20 zu 1. Sie hielten durch, solange sie konnten, und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Wichser!
Ich würde gern das Kraftwerk betreten. Warum sollte ich Sie das tun lassen? Okay. Das ist ein öffentliches Gebäude, jo. Das ist RNK-Gelände und wir haben Schusswaffen. Also können Sie hier nur tun, was uns gefällt. Verschwinden Sie gefälligst von unserem Rasen. Ciao. Bis später. Machen wir natürlich nicht. Wir kriegen bestimmt noch einen Grund, um da rein zu dürfen. Die Stehen einer Bruderschaft sind also Feinde von der RNK, okay. Oh, ein LKW. Wo die Reifen ab sind. Oh oh. Oh, puh. Da irgendwo soll das Camp noch sein. Warte. Leck mich fett. Leck mich fett. Alter. Diese Saftsäcke. Lederrüstung verstärkt. Metallrüstung? 9. Haben die sie hier hinter versteckt oder was? Die haben echt gut getroffen mit dem scheiß Granatwerfer, ey. Da gehe ich noch nicht rein. Was habe ich denn da gerade aufgenommen?
Okay, was haben wir hier noch? Gummibonbons. Mehr Gummibonbons. Oha, viel zu viel. Jetzt geht es also wieder sehr, sehr langsam voran. Hier sieht es aus wie Holz innen drin. Und da wie gemauert. Das Camp liegt da irgendwo. Irgendwas läuft auch schon wieder rum. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit geht's voran. Das ist eine Kakerlake, oder? Wieso sehe ich die jetzt gar nicht mehr? Ach du Scheiße. Okay, bisschen starker. Yes, Stufenaufstieg, sehr nice. Gibt es hier irgendwas, womit wir dann mehr Gewicht tragen können? Sprache. So, zack. Energiewaffen sollten wir vielleicht auch ein bisschen. Und fertig. Ah, habe ich mich erschrocken von diesem Sound. Ich muss mich mal kurz heilen. Warte mal, Status. Gift. Wir haben noch ein Gegengift irgendwo. Wie weit ist es noch weg? Noch ein ganz schönes Stück. Da
Der Wachturm gehört mit Sicherheit dahin. Oh, noch so ein Vieh. Nee, danke. Hat uns das Vieh zum Visier? Shit, wir sind ja fast im Eimer. Und vergiftet auch noch. Haben wir aus Versehen das Super Stimpack verbraucht. Woher weiß ich denn, wie lange die Vergiftung noch anhält, ey? Stimpack-Krankheit. Heißt dieses Geräusch immer, wir verlieren Lebensenergie? Bin mir gerade nicht sicher. Zumindest heilen wir jetzt gerade. Und wir. Das ist jetzt doof. Na gut, Folgenpause, Spitze bedanke mich. Bis dann.